Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge zum Let's Play Gothic. Wir waren ja das letzte Mal hier um das Lager herumgelaufen, weil der Ram den Weg nicht wusste. Wir waren auf der Suche nach den Zutaten für das Rezept von Snaff oder Snaff, wie auch immer. Und wir sind auf der Suche nach unserem vermissten Gitarristen Neck. Gardisten Neck. Da hieß es, aus dem Lager raus in einer Höhle, bewacht von 2, 3 Haustieren. Vielleicht sind wir hier sogar schon an der richtigen Stelle. Die müssen wir jetzt erstmal hier einzeln rauslocken, aber wir werden erstmal hier gucken, ob wir noch kämpfen können. Und das war natürlich voll vorbei. Ja, Junge, Junge, da hat er uns ganz schön zugesetzt. Das müssen wir nochmal üben. So, an der Stelle nehmen wir uns erstmal hier unsere Sachen und füllen uns hier wieder auf. So, genau, haben wir noch irgendwas Kleines? Nehmen wir eine Beere. So, wunderbar. Halt, da müssen wir ja noch das Fleisch mitnehmen. Aktuell können wir nicht so viel aus den Tieren herausholen, weil uns noch die Fähigkeiten dazu fehlen. Die müssen wir natürlich erst noch lernen. So, nun schauen wir mal nach. Das sieht gut aus. Den kriegen wir doch einzeln her. Genau, komm her. Sehr schön. Und den nächsten gleich noch mit. Okay, wunderbar. Auch hier füllen wir uns erstmal wieder auf. Ich wollte eigentlich eine Keule haben. Und noch eine Beere. Okay, sicher, sicher. Und jetzt schnappen wir uns den hier. Oh, ich sehe nichts. Wo ist es? Hier. Na, kommst du her. Okay, das war's. Sehr schön. Und wie ich jetzt hier gerade feststellen musste, ja, das sieht nicht nach einer toten Leiche aus. Okay, nehmen wir trotzdem mal die Pilze mit. Natürlich doof. Das heißt für uns, wir waren an der falschen Stelle. Okay. Da müssen wir, ja, was müssen wir denn da mal schauen? Das Lager hat ja noch einen Ausgang. Vielleicht sind wir zur falschen Seite raus. Das werden wir auch gleich sehen. Okay, gehen wir zurück und geben auf jeden Fall erstmal die Zutaten hier unserem Chefkoch ab. Oder beim Chefkoch ab, so besser. Genau. Und wenn wir das dann haben, werden wir dann hinten rausgehen und uns mal Ausschau halten nach einer weiteren Hülle. In der Hoffnung, dass es gibt. So. Mir fällt gerade ein, weil ich Diego hier saß, Diego ist ja unser Bogen-Experte und Schwertexperte, jedenfalls einer von denen. Und wir haben jetzt durch unsere Kämpfe immerhin, wie ihr sehen könnt, 10 Lernpunkte. Ja, die werden wir natürlich gleich investieren, dass unsere nächsten Kämpfe dezent, ja, besser ablaufen. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Das ist sehr gut, denn wir wollen jetzt Stärke haben. Das ist für Schwert und Axt, also Einhänder, glaube ich. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Und wir werden erstmal in die Stärke gehen. Und gleich nochmal, denn Bogen haben wir noch nicht. Und Bogen kommt auch später. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, das werden wir mit Sicherheit. Mach's gut. Bloß die ersten Kämpfe ohne alles, ne? Ohne Fähigkeiten, ohne Magie, ohne, das richtige Werkzeug, die richtigen Tools, also Waffen und so weiter und so fort, ist das natürlich schon so eine Sache. So, hier ist auch schon ein Snaff. Und schauen wir mal, was er uns sagt. Ich hab die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Na, der sieht so sexy aus mit seinen Brusthaaren, die hier rausgucken. Ja, genau. Hau noch ein bisschen Speis mit rein. So,
Was ist mit der Suppe? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Da werden wir uns natürlich gleich mal welche reinpfeifen. So, wo haben wir das? Fleischschwanzenragout. Lecker, lecker, lecker. Oh, die bringen natürlich nicht sehr viel. So, noch eine Beere. Okay, wir sind voll. Und dann huschen wir mal in diese Richtung. Weil hier hinten war ja, soweit ich weiß, der andere Ausgang. Und vielleicht haben wir Glück und finden ebenfalls noch eine Höhle. Genau, ich höre auch nicht auf das Gefasel. Und jetzt kommen wir auch schon zu unseren perversen Wachen vom letzten Mal. Mal schauen. Na, diesmal werden wir nicht aufgehalten. Okay. Gut. Tada. Als ob ich es schon geahnt hätte. Ja, ist ja auch das einzige Felsmassiv hier in der Nähe nach dem Lagerausgang. Okay, dann gleiches Spiel. Wir locken hier erstmal einen weg. Na komm her. Genau. Oh, das reicht. Nicht so weit. Oh, voll verfehlt. Oh, man merkt schon, allein jetzt durch unseren Übungen jetzt hier mit Diego machen wir deutlich mehr Schaden. Genau, komm her. Na komm. Vor uns der andere. Hier. Und nimm das. Oh, das ging auch relativ schnell. Sehr gut. Und hier hinten können wir schon in der Höhle erkennen, da liegt irgendetwas. Oh, das war wirklich, ja, sehr schnell. Gut. Dann packen wir mal unsere Schnitzelchen hier weg. Wir nehmen die Pilze mit, ganz wichtig. Vielleicht brauchen wir ja wieder irgendwelche Zutaten für diverse Suppen. Und toter Gardist. Letztens habe ich noch gesagt, er liegt vielleicht hier bei unserem Kollegen in der Suppe mit drin. Okay. Ja. Oh, sehr schön. Erze. Na, gleich her damit. Und, oh, was war das? Ein Amulett. Jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Amulett, Amulett. Hier, Name Neck ist eingraviert. Okay. Ja, vielleicht können wir das verkaufen. Mal schauen. Und hier liegt eine Axt. Die nehmen wir natürlich auf. Kräuter. Ein Apfel. Was haben wir hier noch? Nochmal Pilze. Genau, was wir haben, das haben wir. So, nicht vergessen, jetzt hier natürlich unsere Fleischsachen noch mit rauszunehmen. Habe ich beinahe gar nicht dran gedacht. Okay. Und dann machen wir uns mal leckere Keulen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich davon? 14 Stück. Oh, das ist gut. Dann nehmen wir mal... Ist das schon gebrutzelt? 18 Schinken. Sehr lecker. Hauen wir rein. Und eine Beere. So, wir sind wieder voll. Grübel, Grübel. Wir schauen mal nach. Was? Die Axt. Oh ja, die Axt ist über dem Schwert, ne? Man sieht es ja hier. Das heißt, wir haben jetzt hier mehr Schaden. Okay. Einhandwaffe. Ja. Und haben, ja gut, einen Schadenspunkt mehr, aber es ist halt mehr Schaden. Deswegen rüsten wir den hier aus. Okay. Axt ist dabei. Und die werden wir gleich mal testen hier vorne. Schauen wir mal. Tada. Und da ist er schon weg. Haha. Das ging ja schnell.
So gefällt mir das doch. Und natürlich gleich looten. Nicht vergessen. Ich glaube, der ist böse. Den werden wir nicht schaffen. Aber wir haben hier noch ein paar Pflänzchen, die wir mitnehmen. Genau. Oh, da ist auch noch was. Gehen wir lieber mal von der Seite rein. Nicht, dass der uns hier... Bleib schön da hinten. Du Tier. So. Hoffentlich... Achso, ich hab... Hab ich Dietriche mit? Oh, ging so. Sehr schön. Dietriche, Bier, kann man immer kaufen. Ohne Fackel, ja. Kann man alles verkaufen. Uns Geld machen. Okay, dann haben wir hier noch Bier rumliegen. Nehmen wir mit. Eine Fackel nehmen wir mit. Und nochmal ein Orkblatt. Und eine Schüssel. Warum nicht? Gibt es ja sonst noch irgendwas da? Oh. Aufpassen, dass er uns hier nicht mitbekommt. So, hier ist nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir auch nichts. Okay. Ja. Dann überbringen wir mal die frohe Kunde, beziehungsweise, ja, unser Kollege ist abgenibbelt. Tja, passiert. So, wer hat denn jetzt danach gefragt? Der Koch? Gehen wir nochmal zum Koch. Der hat ja den Neck zu den Zutaten suchen geschickt. Quietsch, quietsch. Das waren die Fleischwanzen. Hier wird fleißig gearbeitet. Wunderbar. Hatten wir überhaupt mit denen gesprochen beim letzten Mal? Nee, wir wollen jetzt nicht kämpfen. Komm schon, ich will vorbei. Ja, wir kämpfen nachher. Beziehungsweise in den nächsten Folgen, aber jetzt noch nicht. So, wo war der Koch? Hier unten. Wir sind noch fleißig am Rühren. Oh. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein. So. Snuff. Komm, dreh dich um. Okay, der hat nur den Text. Kriegen wir jetzt nochmal welche? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar, heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Okay, das wäre ja zu einfach gewesen. Dann werfen wir uns mal wieder Fleisch rein, dass wir aufgeladen sind, hier unser Lebensbalken. Und dazu gehen wir hier unten ans Lagerfeuer und brutzeln uns mal das Fleisch, was wir gerade gelootet haben. Hier in unserer super tollen Pfanne. Der schon wieder. Hier, komm. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein? Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. So, beim nächsten Mal werde ich ihn wegklicken. Und auch hier lege ich das Fleisch drauf und nehme es gleich wieder runter, sonst dauert das ewig. Na, ihr seht's, drauf, runter. Und so werden unsere ganzen Fleischbrocken, die wir im Inventar haben, gleich gebrutzelt. Den Vorgang wiederholt man so oft, das mache ich mit den Vor- und Zurücktasten. Bis das Item, also wenn man 17 rohe Items hat, dann kann man das 17 Mal hin und her machen. Bis man dann das gebrutzelte Fleisch hat. Okay, wir sind fertig. Jetzt suchen wir Sly. Da oben sitzt er. Der Koch war ja nicht so daran interessiert, was mit Neck passiert ist. Mal schauen, was er hier sagt. Okay, ja, ich habe ihn gefunden. Ente, nein, ich habe ihn gefunden. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Natürlich. Wir haben nichts und... Na komm, wir sind ehrlich, wir haben das Amulett gefunden.
Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Na, das freut uns doch. Soll noch was zu sagen? Wie läuft's denn so? Gut. Bei mir brauchst du dir wegen Diego keine Sorgen mehr zu machen. Eine Hand wäscht die andere, denke ich. So ist es. Coole Sache, das freut uns doch. Aber hier, Sly, du könntest dich mal um diesen Typen hier kümmern, der nervt extremst. Okay, so, dann kann ich mich vage erinnern, gab es doch noch den Typen bei uns am Haus. Da müssen wir, glaube ich, die andere Richtung. Wie hieß der denn noch? Der stand bei uns im Haus, ein Gitarrist, das habe ich nur mit Gitarristen. Der Gardist, ich weiß den Namen nicht mehr genau. Der hat ja den Job übernommen, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. So, wo haben wir ihn? Ne, das ist nicht... Ja, der läuft uns immer hinterher, was ist denn das für eine Flitzpiepe? So, wo war jetzt unser Haus? Da. Ah, hier. Genau, bei der Arena war das. Und jetzt müssen wir Ausschau halten nach dem Gardisten. Das Gardist. Nee, das war ein Schatten. Schatten. Der hier. Hey du, wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ja, okay. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Okay. Aber der war doch hier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Aha. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. So schlimm wird's doch nicht sein. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Okay, dann werden wir ihn mal informieren über Neck. Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Verdammt. Ja, doch. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Sieht so aus. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Der kommt nicht wieder. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Scatty, okay, vielleicht hat er ja... Lass mich mal vorbei. Ja, also okay. Vielleicht hat der ja unseren Guten hier um die Ecke gebracht. So, es wird langsam dunkel. Ach. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Hat jemand mal hier Zyankali oder irgendwie italienische Betonschuhe oder irgendetwas? Der Typ geht echt auf den Sack. So, da es dunkel wird, sage ich mal, ja, wir legen uns mal ins Bett. Vielleicht haut der Typ dann ab. Und ja. Okay. Das werden wir doch mal machen. Schön zudecken. Und wir schlafen bis zum nächsten Morgen.
Okay, sind wir jetzt schon fertig? Naja, nichtsdestotrotz, an der Stelle verabschieden wir uns erstmal für diese Folge und ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Kommentare freuen und natürlich, insofern euch generell mein Kanal gefällt, mein junger Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Ich danke euch, bis dann, ciao und baba.